Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Minecraft-Topoden aufgepasst. Aus den UFOmann-Studios in Berlin präsentiert Ihnen UFOmann LP die Folge Minecraft-Ufotopia 367. So, und wir sind jetzt gerade dabei, den Ausweg aus dieser Höhle hier zu finden. Wir versuchen es. Wir versuchen es und entdecken dabei wieder immer neue. Aber das Problem ist, dass unser Inventar total voll ist. Aber und deshalb müssen wir raus. Das ist immer so die Begrenzung. Damals mit meinem Rucksackpack war es noch besser. Guck mal, da geht's doch hoch. Da waren wir schon. Ne? Können wir hier noch hoch? Ja, wir haben den Ausgang gefunden. Juhu. Ist aber schön. Können wir jetzt oben mal ein bisschen Zeug wieder in die Kisten zurückpacken. Na los, komm schon. So. Und es ist sogar Tag, die Sonne scheint, das Meer ist ganz ruhig. So, jetzt wollen wir mal hier das Zeug erstmal zurückpacken. Bam, 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 bam. So, da haben wir ein bisschen was zum Brennen, wa? Genau, ein bisschen Gold zum Brennen und ein bisschen Eisen zum Brennen, so. Und die schönen Diamanten. Oh, guck mal, ich habe eben gedacht, das sind hier Diamanten, Wahnsinn. 11 Diamanten, cool. Wie viel Eisen haben wir denn? Könnten wir uns jetzt hier schon Amboss bauen? Hm. Oh, wir werden aber auf jeden Fall jetzt unser... Wie viele Fackeln haben wir denn noch? Auch nicht mehr so dolle war. Erde brauchen wir jetzt gar nicht im Moment, würde ich mal so sagen. Gut, dann können wir hier das noch rauspacken. Redstone haben wir auch schon wieder ohne Ende. Ich will auch so langsam mal wieder irgendwas Schönes mit einer Redstone-Technik bauen. Aber ich glaube, da werden wir mal in Ufotopia dann. Ich habe richtig Bock zu bauen irgendwie. Die ganze Abenteuergeschichte geht jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich glaube, ich will jetzt mal richtig was Schönes, Großes wieder bauen. Da lasst euch am besten mal überraschen, was wir da bauen werden. So, Kohle, ein bisschen Holz haben wir dabei. Kohle brauche ich nicht so viel. Ist eigentlich egal, ob ich einen Stack nehme oder nicht. Der Platz ist sowieso weg. Haben wir hier noch Schienen gehabt, falls wir da noch welche brauchen? Man könnte vorsichtshalber schon einen Sattel mitnehmen, dann müsste man nicht nochmal zurück. Aber wenn der Sattel weg ist, ist er weg. Ach, den holen wir uns dann lieber später nochmal. Gut, dann werden wir jetzt das Portal bauen. Guck mal, wir haben auch noch nicht mal den Leuchtturm fertig gemacht. Ey. Diese Sachen immer alles anfangen und nicht fertig machen. Das mag ich nicht. Aber warum mache ich den eigentlich nicht fertig? Was hindert mich daran? So, da sind wir wieder. Und jetzt fahren wir gleich mal los. Du fahr schon. Jetzt hackt er ein bisschen. Jetzt hängt er ein bisschen. So. Zuerst wieder den kompletten Nether laden, bevor wir hier loslegen können. Da haben wir wieder Jimmy Stinkfuß. Der jetzt natürlich ziemlich lange da vor sich hin lebt. Dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt in dem Portal hier rauskommen, was wir jetzt gerade gebaut haben, oder ob wir weit genug weg sind für so eine Aktion. 31 Punkte. Ich muss echt was verzaubern. Das geht nicht so weiter. So. Dann wollen wir mal... Oh ne, eh. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier auf die Schnelle ein Portal hingezaubert kriegen. Es muss ja unten 4 breit sein. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. 1, warte mal. 1, 1, 2, 3, 4. Oder müssen das 5 sein? Ne, 4 mal 5 hatten wir gesagt. Also müssen da hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. 2, 3, 4. So, das müsste eigentlich jetzt schon das Portal sein. Da würde ich mal hier noch wegnehmen. Dass das ein bisschen schicker aussieht. Dann können wir es auch gleich anzünden und mal durchgehen. Guck mal, wie schön das ist, wenn man wieder ein bisschen Platz im Inventar hat, wa? So. So, und dann machen
mal vielleicht hier noch ein bisschen raus. Achso, und dann brauchen wir natürlich auch eine schöne Beleuchtung. Fällt mir gerade ein. So. Und hier auch nochmal. Na los, raus mit dir, du Stein. So, dass wir eine kleine Portalbeleuchtung haben. Und dann würde ich ja ordnungshalber nochmal ganz kurz die zwei, drei Lücken hier zumachen. Und dann gucken wir mal. Bin ich auch schon ziemlich gespannt. So ist schick, oder? Den müssen wir eigentlich auch noch mitnehmen. Zack. Zack. So. Hat da gleich wieder zwei rausgedroschen mit der Superspitzhacke. So. Gut, dann können wir das Ding ja jetzt mal anzünden. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Was ich letztes Mal vergessen hatte, ich wusste ja nicht, ob die Richtung die richtige Richtung ist. Aber wir haben ja einen Kompass dabei. Und der zeigt ja in unseren Spawnpunkt. Und da wir den ja bis heute noch nicht geändert haben, ist es halt Ufotopia. Dann lass uns das Ding mal anzünden hier. Und mal durchgehen. Wenn wir Pech haben, kommen wir da raus, wo wir schon mal waren. Oder woanders. Mal gucken. Oder wir spawnen hier irgendwo mitten im Sand und sterben dann. Und mal hoffen, dass wir nicht so ein Pech haben. Das dauert aber verdächtig lange. Ha, im Meer oder was? Oder haben wir gleich eine gekillt gekriegt? Wovon was? Hier von dem Baum oder was? Guck mal, da ist eine Störung drin. Ey. So, warte mal. Mal kurz hochspringen. Ufotopia ist in diese Richtung. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal kurz. Warte mal, ich bin ja ganz aufgeregt. Mal höre ich. Muss mal ein bisschen frei machen. Hey, ich habe dich schon eben weggehauen. Wie kannst du denn einfach... Haben wir eine Axt dabei? Besser ist auch. Ist denn, dann machen wir mal den Baum hier weg, der stört mich ein bisschen. Und dann gucken wir gleich mal vor lauter Aufregung. Ja, Erfolg erzielt. Keine 3000 Jahre später erzielen wir hier noch Erfolge. Das ist ja wohl ein Witz, oder? War schon wieder leichte Grafikstörung. Hier können wir doch eigentlich eine kleine Stufe bauen, genau. So, dann würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wo wir hier sind. Gucken wir mal. Okay, der Spawn. Die Richtung ist schon okay. Das ist diese Richtung da. Und wir haben Koordinaten. Sind wir jetzt bei der 2752? So, jetzt habe ich hier gerade bloß den Zettel von der Gästewelt. Wo ist denn mein... Oh Gott, ein Schreibtisch hier voller Tausender von Zettel. Ganz schlimm, ja. Und dann ist dieser wichtige Ufotopia-Zettel. Hier ist er. Ufotopia ist bei X258 und Z700, ja, immer noch 2000 Blöcke, aber wir sind jetzt schon 1000 Blöcke weiter vorwärts gekommen. Wir hatten ja etwa 100, naja, Z1200. Und ich habe ja jetzt den, wir könnten ja mal ein bisschen die Gegend hier erkunden. Bauen wir uns mal hier ein... Wollen wir uns hier vielleicht mal eine Markierung? Die Sache ist natürlich die, warte mal, haben wir noch ein bisschen Erde dabei? Nö. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Wir müssen uns ja hier irgendwie hochfutzeln. Nehmen wir hier, das können wir erstmal wieder kurz ausmachen. Nehmen wir hier mal Holz zum Hochfutzeln. So. Dann ja, zack, na, komm schon. Willst du nicht? So, na. So. Stück zurück. Und jetzt wieder Holz. 1, 2, 3. Guck mal, da können wir jetzt schon was sehen, wa? Dann nochmal Holz. 1, 2, 2, 3. Ist schon wieder riskant. Ich setze hier schon wieder mein Leben aufs Spiel. Warum geht das nicht? Ah, ist das kompliziert. So, guck mal. Mal gucken. Was haben wir denn hier für eine Landschaft? Oh, schön. Naja, ein bisschen eintönig, wa? Da sind ein Haufen Schweine. Da könnten wir mit der Axt durchjagen vielleicht. Da hinten ist eine Höhle. Die Sonne geht gleich unter. Okay. Wir mal hier nochmal 1,
zwei, drei. Hier nochmal Holz. Ah, drei reicht nicht, da kommt da unten nicht ran. Müssen wir immer nur zwei machen oder was? So. Zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Und jetzt werde ich mich hier wieder runterkrabbeln. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Ja, 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 ja. Da haben wir doch einen schönen großen rot-hohen Turm. Wir haben vergessen, oben rauf eine Fackel zu setzen. Das würde ich ganz gerne noch machen. Ja, ja, ich weiß, es ist doof, aber was soll's. Wenn, dann machen wir es richtig. Oh, es wird schon richtig dunkel. So, dass wir im Prinzip hier Fackeln ranmachen. So. Zack. Sieht doch schick aus, oder? Zack. Würde ich das hier nochmal wegmachen? Zack. Weißt du, dann, wenn wir schon eine Markierung machen, dann machen wir die ordentlich, oder? So, guck mal, jetzt haben wir eine super Markierung. Und jetzt können wir eigentlich hoffentlich nicht runterfallen. Ups. Okay. Gut. Nicht runterfallen, bitte. Jetzt müssen wir gleich eine Runde schlafen. So. Aua. Ah! Das hat uns richtig Herzen gekostet eben. Mist, riskant. Riskant, schnell hol Bett raus, Ufo-Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell Bett, 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 schlafen. Ja. Keine Monster in der Nähe? Scheinbar nicht. Und jetzt müssen wir noch blöderweise hier die ganzen Schäden auswechseln, oder was? Habe ich noch was? Ich habe ja gar nichts. 11 Erde, okay, damit könnte man jetzt ein bisschen Ausbesserungen vornehmen. Aber 11 Erde ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Sieht ja total unordentlich aus hier, wegen dem blöden Creeper. Er hat uns sogar hier unten scheinbar den Baum weggewurzelt. Guck mal, da ist ein Apfel drin oder was? Ach nee, das ist immer. Ha, da fehlt ja ein Stein. Nein, wie hässlich. Wie hässlich. Wie hässlich. Habe ich noch einen? Oh Gott. Komm, dann müssen wir hier von unten einen wegnehmen. Ach nee, warte mal. Hier, den nehmen wir mal weg. So. Und dann können wir nämlich hier den da einsetzen. Mal gucken, ob wir da rankommen. Natürlich nicht. Nein, du doch nicht. Mist. Haben wir denn noch eine Schaufel bei? Können wir mal Nägel mit Köpfen machen hier. Müssen wir uns mal ein bisschen Erde irgendwo holen. Hier zum Beispiel. Lesen wir uns hier mal so ein Ding rein, damit wir das da ordentlich machen können. Dann stellt sich die Frage, ob ich ein bisschen auf Schweinejagd gehe. Was meint ihr? Soll ich? Ja, ich werde ein bisschen... Warte mal, jetzt mal... Nun brauche ich wieder 3000 Jahre, bis ich überhaupt mein Portal-Ding so ein bisschen vorbereitet habe. So. So, okay. Gut, dann... wo ist die Erde? 51 Erde. Es geht so geil, so schnell mit der Diamantschaufel. Guck mal hier, hat er alles weggefetzt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das mehrere Explosionen waren. So, hier machen wir aber einfach oben. Machen wir ein Loch. So. Machen wir unten hohl, meine ich. Und dann müssen wir hier, damit es schick aussieht, mal ein bisschen höher stacken. Dann können wir hier genau den fehlenden einsetzen. Und jetzt geht's wieder runter. So. Dann kommt hier Erde rein. Schickimicki. Erde. Oh, hier fehlt noch einer. Genau den haben wir noch übrig. Ah. Boah, jetzt hat er uns auch gleich hier das Portal ausgeblasen. Ey, das gibt's doch gar nicht.
Die Explosion hat die Flamme ausgeblasen. Ist ja so ein Schwachpunkt oder eine. Ein Schwachpunkt nicht, aber eine. Na? Ach, wie heißt es denn? Das ist so eine Eigenschaft von diesen Portalen, dass sie halt. Oh Gott sei Dank, ich habe Feuerzeug bei. Ich dachte eben schon, ich habe kein Feuerzeug bei. Von diesen Portalen, dass die. So, jetzt werden wir aber trotzdem mal hier noch. Zack. Zack. So, vielleicht das Lichtlevel hier so ein bisschen erhöhen. Und hier um das Ding rum, damit hier nicht direkt im Portal irgendwelche Viecher spawnen. Dass wir da ein bisschen uns absichern. Würde ich das mal machen. So, und ich glaube, die Schweine, warte mal, ich habe da oben gestanden, die sind, glaube ich, da in die Richtung. Aber wir werden auf dem Weg dahin noch alles mitnehmen, was wir kriegen können. An Nahrung. Gut, man könnte natürlich, wenn man schon mal dabei ist, könnte man natürlich auch gleich noch diverses Holz farmen. Mal gucken. So, da, wo sind die Schweine? Wo sind die Schweine? Die müssten ja eigentlich hier irgendwo sein. Die müssten ja hier. Sehen wir eigentlich von hier aus den. Das kommt natürlich drauf an, wie weit wir, wie viel Chance weit wir gucken können, wa? Dann sehen wir. Da ist unsere Markierung, okay. Ach, guck mal, da ist Sand, da würde ich mal gerne hingehen. Müssen wir eigentlich von hier aus auch noch. Sehen wir immer noch, okay. Hier ist noch ein Huhn. Hallo? Oh, mehrere gleich. Na? Oh, eine Hühnerfamilie. Tut mir ja leid, dass ihr mich so auf diese Art kennenlernen müsst hier. Aber so ist das nun mal. Federn brauche ich auf jeden Fall. Für Pfeile. Guck mal, wie schön das hier ist. Ach so, ja, stimmt ja. Hühner halten sich ja in der Nähe von Wasser auf. Haha. Ja, warum hat er das Huhn jetzt nicht getötet, was da eben langgelaufen ist? Keine Ahnung. Wieder neugierig, wollte ich noch erst was anderes gucken. Jetzt gucken wir mal, ob wir immer noch unser Ding sehen. Okay, sehen wir noch. Gut, ist aber jetzt hier nicht die Richtung. Oh, oh, guck mal, Leute, guck mal. Das ist ja eine uferlose Hühnerwiese hier. Das ist ja Wahnsinn. Da können wir uns ja jetzt Hühnerfleisch bis zum Abwinken holen. Guck mal, er hier ist reingespawnt in den Block oder was? Ja, ja, ich habe ihn bewahrt vor dem grausamen Schicksal, sein Leben lang in einem Erdblock dahin zu vegetieren. Und wir werden mal hier fürchterlich das Hühnermassaker anrichten. Eine Großschlachtung. Da ist, glaube ich, sind die Pfeilvorräte für die nächsten 2 Monate erstmal gesichert. Papapapapa. Ich glaube, ich werde nicht eure ganze Population vernichten, sondern ich werde euch hier an eurem schönen Platz auch noch eine Überlebenschance lassen. Und zwar werdet ihr gleich sehen, da ist noch einer, eine Feder, sehr schön, ein Bräuler, ein Goldbräuler. So, jetzt haben wir jetzt erstmal hier ein bisschen dezimiert. Aber jetzt kommt nämlich was ganz Schönes. Jetzt werden wir nämlich die komischen Eier, die wir hier eingesammelt haben. Die werden wir den jetzt mal hier spendieren. Damit sich hier eine neue Population entwickeln kann. Es sei denn, dass vorne. Ach mal, guck mal, drei reichen für eine neue Population. So. Guck mal, das habe ich von da oben gar nicht gesehen. Wo waren das? Das müsste doch. Wo ist der Kompass? Okay. Warte mal, wenn wir hier. Oh, ich bin jetzt. Wo ist denn jetzt der Punkt? Jetzt mal nochmal kurz gucken. Ich glaube, der war da. Oh ja, da. Gehen wir mal hier lang weiter. Gucken. Guck mal, hier ist jetzt so ein riesiges. Das ist ja auch geil, oder? Haben wir da hinten? Ein Tintenfisch, okay. Hier vielleicht mal noch ein Stück. Oh, guck mal, da ist ja eine Pferdewiese. Da gehe ich mal hin. Wenn da eine Pferdewiese ist, dann hole ich mir einen Sattel und reite nach Ufotopia. Ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will nach Hause. Wobei wir natürlich durch die Bahnstrecke hätten wir natürlich auch die Möglichkeit gehabt, unsere Ressourcen, die wir mittlerweile im letzten halben Jahr hier zusammengesammelt haben,
Leute auch alle zum Einsatz zu bringen. Hör mal auf zu hackeln hier, du hackliger Computer. So, hallo, hallo, ja. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, ich brauche Federn. Guck mal, hier ist doch eine prädestinierte Pferdewiese oder was? Was ist denn das für ein Biotop? Plains, naja klar, Plains, da gibt's Pferde, weiß ich doch. Aber? Oh, guck mal. Boah, nur schwarze Pferde hier. Geil. Oh Mann, das ist ja sehr verlockend. Da sind noch Pferde. Pass mal auf, da werden wir uns mal eine kleine Markierung machen. Jetzt werden wir mal zurückgehen zu unserem, den wir von hier aus nicht sehen. Wo ist er denn? Warte mal, wir sind, glaube ich, von wo sind wir denn jetzt kommen? Jetzt habe ich hier die Orientierung verloren. Ich würde mal instinktiv... Ah, guck mal, da hinten siehst du es ja. Würde ich mal sagen, wir machen uns hier so ein paar Markierungen. So, dann hier rüber schwimmen. Da, da, da. Da. Ohne Ende. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Tja, wollen wir nun nach Ufotopia reisen mit einem Pferd oder wollen wir weiter graben? Die große Frage. Hier ist auf jeden Fall ein Pferdewiesenportal. Oh, bist du durchs Portal nach unten gespawnt? Tut mir leid. Habe ich dich gerade getötet? Geh doch in die normale Welt zurück. Na, ich lasse dich erstmal noch hier kurzzeitig. Aber ich will mal kurz... Na, warte, nee, nee, nicht weg, weg, weg. Mal kurz eine Werkbank machen. Und dann mal ein Schild bauen. Weil das wäre schon mal... Erfolg erzielt. Man, lass mich doch in Ruhe. Als wenn ich hier von vorne angefangen hätte. So. Bam. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Guck mal, können wir hier rein knallen. So. Dann werden wir uns mal ein Schild basteln. Ein paar Stickies, okay. So. Pam, 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 pam. Dreie gleich. Wer will denn schon drei Schilder haben? So. Dann machen wir hier, kann man das da so ranmachen? Jo. Es war doch Tag, war? Müsste jetzt immer noch Tag sein, wenn ich nach oben komme? Ja. Gucken wir mal kurz. Die Richtung der Pferdewiese war da. Es wäre dann Richtung Westen, okay.
das nochmal aufs Schild schreiben. So. Pferde, Wiese im Westen. Fertig, schön. Dann könnten wir im Prinzip, wenn wir hier oben sind, warte mal hier, Portal, Übergang, Pupsdorf. Portalübergang Richtung. Richtung Pupsdorf Hafen. So, siehst du? Portalübergang Richtung Pupsdorf Hafen. Okay, dann werden wir das andere Portal auch gleich mal beschriften. Und bei der Gelegenheit dann nochmal auch mal da kurz mal forschen. Ob da irgendwas Interessantes ist da oben. Wir haben so weit ja jetzt noch nicht uns umgeschaut. Können wir ja gleich mal machen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Könnt ihr schon gespannt sein, wenn wir da das zweite Portal mal untersuchen. Ups, da müssen wir jetzt mal rausspringen hier. Haben wir hier schon mal so. Und dann würde ich mir hier noch ein Schild basteln. Gut, das könnte man dann noch oben basteln. Brauchen wir dann noch irgendwas da oben? Feuerzeug ist natürlich gut. Die Schienen brauchen wir da überhaupt nicht. Können wir mal hier lassen. Die Stickies könnten wir da gebrauchen. Dann ein bisschen Eisen könnten wir da auch gebrauchen. Die Pflanzen brauchen wir gar nicht. Federn lassen wir auch hier. Das lassen wir hier. Die Hühner. Oh. Ach komm, wir nehmen mal die Feder mit. Wer weiß, wie lange wir da oben bleiben. Wenn da noch irgendwas Spannendes ist, vielleicht baue ich da noch mal ein kleines Haus. Gut. Wir können aber gleich noch mal eine zweite Lore vielleicht bauen, wenn wir hier so viel Zeug haben. Hier die Lore noch. So. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann erforschen wir mal hier dieses Portal noch und dann beschriften wir das nochmal. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Wir haben uns schon näher rangearbeitet. Ich überlege noch. Ich muss noch überlegen, ob wir tatsächlich jetzt per Pferd, also ich glaube ja, ich glaube, ich werde mit Pferd nach Ufotopia reiten. Mal gucken, ob wir unseren Weg, den wir geritten sind, vielleicht mit Fackeln abstecken. Dass wir da hunderte von Fackeln setzen auf dem Weg. Gut, dann sind wir auch wieder nicht so schnell, wa? Oder wir notieren uns einfach die Koordinaten dann von dem letzten Portal hier. Dass wir da vielleicht dann wieder zurückkommen. Da haben wir auch unseren schönen Turm gebaut. Ach, siehst du, apropos Turm, das möchte ich hier natürlich auch machen. Nehmen wir gleich mal das Zeug mit. Fackeln, finde ich, haben wir viel zu wenig. Wie viel Kohle habe ich denn hier? Okay. Ich will noch ein paar Fackeln bauen. Weil da ein bisschen versorgt sind. So, gut. Gucken. Ach so, falls ich ein Haus bauen will, könnte ich natürlich auch noch ein paar Steine mitnehmen. So. Okay, jetzt aber. Gut, das war's. Dann gucken wir uns morgen hier nochmal um in der Gegend, ob wir da noch was Schickes finden. Ob wir da vielleicht ein, zwei Folgen bleiben? Mal gucken. Tschüss.